für vergessliche ist halt gerade. Ah, hier, Vorhang. Wieder in dieser Unterwelt. Moin. Der hat uns gefressen, der Typ. Ja. Ach ja, die. Ach, mal wieder was Grünes. Alice im Wunderland. Ich glaube, das ist aber auch die letzte Welt, oder? Boah. So, die kommt echt nicht mehr. Das ist echt so richtig kurz, das Spiel. Siehst du, wie lange spielt man jetzt? Naja, ich weiß nicht, wie lange wir spielen, aber. Ja, mach du. Ja, hier können wir eine neue Magie einsetzen. Ja, dann mach mal. Wow. Oh, jetzt. Ja, genau, gut, aber die Spiele waren ja. Mich wundert es gar nicht, dass es kurz ist. Ich bin halt schon fast geworden. Ja. Mega Drive waren euch die Zeit der kurzen Spiele irgendwie. Außer wenn man jetzt sowas Soleil oder wie es heißt. Oder Landstalker. Oh, Landstalker ist toll. Kennst du das? Kenn ja, aber gespielt habe ich nicht. Oh, hammer schwer, aber gut. Ich muss generell noch so ein paar Spielchen nachholen, weil ich hatte auf meinem Mega Drive früher nur. Ja, ich weiß nicht wie viele, aber nicht so super viele Spiele. Und daher kenne ich einige gar nicht. Also zumindest habe ich sie noch nicht wirklich gespielt, weil ich hatte auf meinem Sega Drive vielleicht 10. Mega Drive. Hatte ich vielleicht 10 Spiele, das war's dann aber auch. Ja. Und ich kannte auch keinen, der auch so ein Ding hatte. Von daher hatte ich jetzt halt so viele Spiele da. Halt Super Nintendo mit Secret of Mana und den ganzen Mist kennt man ja, ne? Mach du mal. Der will nicht. Geh weg jetzt. Zack. Der macht's ganz komisch. Ja, kaschan. Oder kann ich dir hier hochhelfen? Nee, bist du. Ich bin tot. Ey, was war denn das eben? Ich hab mich gar nicht gesehen. Ich muss ja alleine weitermachen. Ja, machst du schon. Immer dieser Druck hier. Lass mir mal lieber ein bisschen Ruhe hier. Ich muss ja jetzt nicht sofort sterben. So. Donald, ich muss jetzt aber nicht alles sammeln hier oben, oder? Aber das will ich haben. Warte. Geht nicht. Kriegen wir nur zu zweit, glaube ich. Ja? Oder? Versuch mal. Wenn ich auf das Ding links gehe, könnte es klappen. Wow. Wird knapp jetzt. Ja, sauber. Ist mein Leben schon wieder reingeholt. So. Ich muss jetzt irgendwo rumhocken und total bedüsselt sein. Da ist er. Nee. Nein. Na, Donald, egal. Die Elektroschocks. Die Bisse, wach mal auf, Pumpe. Alles klar. Die ist aber fies. Na. Na was, du siehst so gezwirbelt aus. Und los. Bisschen gebadet, ne? Zauber mal ein bisschen. Die armen Karten, was sagt die Alice denn dazu? Ach, die chillt. Und ja, die mag die Karten ja auch nicht wirklich, ne? Die Alice, die isst wieder ihre Psychopilze. Die sieht man hier aber bestimmt nicht in dem Spiel, oder? Ah, ne, ich glaube nicht. Das hier ist übrigens ein Da müssen wir, glaube ich, irgendwas machen. Warte mal, 2. Komm mal rauf. Ich glaube, wir müssen Zahlen drücken oder so. Ich bin drauf. 2. Da die 3. Ah, ne, wir hatten die. Die 1 hatten wir zuerst, glaube ich. Also ist hier eine 1? Hier, die 1, das Kreuz. Ach so. Ich glaube, wir sind eh schon falsch. Versuchen wir einfach, ist ja egal. Was passiert, wenn wir es falsch machen? Ey, wir kommen jetzt wieder runter. Ja, ich weiß es ja nicht, was dann passiert. Das ist das Problem. Ja, machen wir einfach mal. Jo, verstehe ich. Nimm mir dankend an, das Geschenk. Oh nein, das ist fies. Da müssen wir, glaube ich, irgendeine Tür auswählen oder so. Oder fängt sie an mit Rätseln oder so. Was ist denn hier so? Okay, und wie können wir die auswählen? Ich weiß es gar nicht. Oh, mit Sprinten. Das war das jetzt richtig irgendwie. Oder war das jetzt falsch? Oh nee. Yo, da waren wir doch schon mal. Ja. Nein, geh weg. Yo, mach ich gleich. Alles klar. Oh, ich komme runter. Ich komme. Nein, die fressen mich hier alle. Scheiße. Mich auch. Ich kann nichts machen, ey. Aber ich bin unverwundbar, guck mal. So, oh, verdammt. Die haben jetzt aber ordentlich hier an meinem Pelz gebissen, die Vieh hier. Ja. Ey, das ist doch genau dieselbe Welt, die war schon mal. Okay. Ja, wahrscheinlich war es das falsche Tor. Ja, nehmen wir mal die mal, oder? Ach nee, das ist das Bergwerk, da waren wir auch schon. Oh, schade. Aber es scheint ja relativ kurz zu sein, wenn man da nochmal reingeht, ne? Da kriegen wir hin, so! Hau mal einen Antrieb rein. Oh, das tat dir weh, glaube ich. Oh ja. Ist ein bisschen Gehirn Holzkopf, das macht nichts. Bisschen Hirn klebt noch dran, aber das ist okay. Ja, Mickey braucht kein Großhirn. Kannst dir ein Kaugummi draus basteln. Von einem vorderen Stirnlappen. Ja, so ein komisches Reden. So. Oh. Was sind da denn für Steine hier? Das schmeckt mir ja gar nicht. Wir werden aber nicht schneller, das ist voll doof. Wir
schneller man drückt, desto schneller müsste man werden. Passiert aber nicht. Nö, ich drück grad so schnell ich kann, aber dann. Ich auch. Passiert nix. Boah. Oh, das ist voll gemein, ey. Kann ich nicht ausweichen, das sieht man ja vorher gar nicht, ne? Das ist voll fies. Und schon wieder fertig. Aber wir haben es überlebt. Aber ich bin so gut wie tot jetzt. Hoffentlich kommt jetzt nichts Hartes. Immer das, oder? Mal gucken. Och nee, nicht die Wolke. Jo, da waren wir auch schon mal. Kann das sein, dass es ist. Ich glaube, das ist dein Spruch. Ja, na Dietsch, nach einer guten Zeit, aus unsere neue Magie auszuprobieren. Moin. Dann machen wir mal. Woher wusstest du, dass der Spruch zu mir gehört, Bruger? Ich muss schon aber wieder, warum muss ich schon wieder lenken, ey? Guck, da wir jetzt die ganzen alten Level neu besuchen, kann es sein, dass wir dann gleich echt durch sind. Ist ja meistens so, wenn man die alten Level nochmal neu... Ja, jetzt kommt nochmal die Grade 8 sozusagen, wie bei Mega Man, weißt du? Ja, ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist ja auch ganz am Ende von Mega Man. Ja, das sollten wir ja hinkriegen, ne? Ja, ich kann mich ja zurücklehnen, ich muss ja gar nichts machen. Das Problem ist, wenn du jetzt stirbst, dann bist du... Also wenn ich getroffen werde, dann stirbst du halt, ne? Ja, dann streng dich mal an, Bruder. Aber wenn ich Lebensenergie aufnehme, kriege ich nur ich die, das ist auch doof. Ja, ja, gut, da musst du halt mal deine Flugkünste hier unter Beweis stellen, dann überlebe ich es vielleicht. Wobei du es bis jetzt doch noch sehr gut machst. Naja, ich habe die Dinger verpasst, das ist nicht so gut. Die leben? Ja. Ist doch geil. So, geschafft, siehste, erlebe ich doch noch. Wie frisch aus dem Ei geboren, so. Noch drei Stück, ja. Also wir müssen die sogar alle machen, oder wie? Ja. Ich glaube, ja. Ja, okay. Weihnachtswelt, aber nicht ganz. Hoffentlich kommt gleich ein Leben. Oh. Nicht ganz. Ja, die Level sind ja sehr verkürzt, oder? Ja, das hört gleich wieder auf, glaube ich. Sollten wir hinbekommen. Nö. Hey, was ist los? Hat der kein Leben gezogen? Müssen wir wieder hoch? Ich weiß gar nicht. Ach, gehen wir einfach. Komm, wird gar nicht so schwer sein, den Weg zu finden. Haben wir schon mal geschafft. Wobei, generell war es ja irgendwo schwer. Nein, nein! Ah. Ich hab's leider nicht überlebt. Egal. Ich voll leben. Ist ja gemein. Guck mal, der Scholl im roten, im schwarzen Kopf rennt da rum. Ja, nee. Das ist ein bisschen verbrannt, der Kerl. Der stürzt wieder in den Tod jetzt. Komm, stürz in den Tod. In deinen Tod. Sag, weg ist er. Ich glaube, das könnten wir doch noch verkacken, du. Boah, nein. Oh. Aber du lebst noch, oder? Warte, ich komme. Nein. Egal, komm, wir leben noch. Haben noch 5 Tries, Bruder, da kriegen wir noch durch das Spiel. Also, wir haben noch Continues, glaube ich. Das ist eh noch so eine Sache. Ja, jetzt gegen Ende wird es ein bisschen schwerer, aber von richtig schwer kann man da auch nicht sprechen. Ja, das merkst du echt. Kinderspiel. Ja. Ja, Kinderspiel. Also, ich hätte es damals mit 4 oder 5 bestimmt geschafft, sage ich mal so. Da hat man eh noch mehr Geduld. Ja, na gut, nein, ich nicht. Ich war immer voll das ungeduldige Schwein. Deswegen bin ich heute auch schlecht im Spiel. Ich habe früher als Kind immer auf leicht gespielt und dann 80% meiner Spiele nicht durchgespielt. Bad. Und deswegen bin ich heute auch ziemlich schlecht. Ich kann das aber nicht rückgängig machen. Ich habe alles auf schwer gespielt als Kind. Ja. Aber ich war damals voller Schwein. Ich habe wirklich alles auf leicht gespielt, weil ich keinen Bock hatte, mich anzustrengen als Kind. Und dann habe ich sogar, ich glaube, ich habe von meinen Spielen, sagen wir mal, 80% nie durchgezockt. Oh Mann. Mittlerweile bereue ich das ja, aber damals als Kind, ne, fand ich das lustig. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, mir wäre es auch lieber, ich hätte damals nicht alles auf leicht gespielt und nicht durchgespielt, weil dann wäre ich heute auch ein bisschen besser in manchen Spielen. Aber so war das halt damals und jetzt bin ich hier der schlechteste Spieler weltweit. Ach, egal, passt schon. Warte mal, hol dir erstmal an, nee, egal. Ach, haben genug Leben. Sterben. Das ist jetzt aber fast das komplette Level wieder, wa? Ja, irgendwie schon, das dauert voll lange. Kann nicht sein. Stehen wir durch. Aber das finde ich wieder. Wenn die das ganze Level machen, das finde ich doof. Das haben wir doch alles eben schon mal gemacht. Hallo, das ist doch Exit, ist er? Ja. Das ist ja echt fast alles wieder. Oh. Ach, egal. Oh, moin. Los. Moin. Oh, nimm du mal. Ich glaube, das ist nur eine Karte. Die Karten gehören zu mir. Guckst mir die Karten, Kerle. Schmetterling. Was bringen die denn überhaupt jetzt? Bringen die überhaupt was? Oder? Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, die bringen gar nichts. Wenn du 100 hast, kriegst du ein Leben oder so. Das ist halt doof. Man sieht ja gar nicht, wie viel man hat, ne? Ja. Deswegen, das ist, ich will jetzt auch nicht irgendwelche Knöpfe drücken. Am Ende schmeißt es uns raus. Ja, nee, lass. Hier waren wir. Ah, doch, die Hexe wieder auch. Nee, das ist neu. Das ist neu. Stimmt, die ist neu. Ja. Ich glaube, das ist sogar die richtige Tür. Die anderen waren alle falsch. Ja, scheint so. Wären wir besser von links lang gegangen. Macht nichts. Aber diesmal hat die Hexe hat aber diesmal nicht so viel Bock. Die macht nur ein paar Gruben, wa?
Ja. Ich glaube, das ist auch eine andere, die sieht kleiner und giftiger aus. Zack. Und die sieht eigentlich fast gleich aus, nur in klein. So, was doof ist, dass ich dich so treffen kann, dass du dich dann so einrollst. Macht dir zwar keinen Schaden, aber dann kannst du kurz dich bewegen. Ah, das ist voll blöd. Kann man die Hexe töten? Nee, kann man. Die ist unverwundbar, die blöde Kuh. Oh, die ist aus der Hölle wieder aufgestiegen. Satans Hexe. Die unverwundbare Hexe des Todes. Das kannst du dir mal auch schnappen, so. Was ist das hier? Oh, das war der Vorhang. Genau. Oh, Tag. Was los? Alles klar? Alles klar. Schattentheater. Das finde ich cool. Moin, spielen wir mal ein bisschen. Jo, was los? Was los? Moin, moin. Was soll das? Moin. Was soll das erzählen? Psst. Hallo, Mickey Mouse. Guck mal, kann man stehen? Kann man stehen? Ja. Guck mal, du hast Mickey Mouse Ohren. Was habe ich? Du hast Mickey Mouse Ohren. Mann, Donald, ja. Bleib doch mal ruhig. Ich hab eins. Guck mal, moin. Oh, ich bin nervös, ich kann nicht ruhig bleiben. Mickey, ich komm grad Monster. Ja. Ich komm grad vom Kiosk. Was ist los? Oh, und da sind wir wieder, die Stars. Und jetzt machen wir eine Runde. Tag, Mickey, hast du Kiosk? Ich hab heute wieder eine ganze Ladung Bonbons gestrickt. Ja, wir wollen gerade fast vernichtet worden, Mickey. Was ist los? Ja, die machen ein bisschen Aua hier. Oh, Chef. Was sind das eigentlich für Maskenbildner? Die haben auch keinen Bock mehr. Sieht aus wie der verrückte Hutmacher, finde ich. Ja, aus welchen Dingen? Aus, hier, aus irgendeinem Disney-Film kommen die. Ja, Alice, ne? Oh, das hier ist auch nett. Wow, der Rauch. Das ist jetzt aber wie der Unterteil einer Aschenputtelgutsche. Ja, irgendwie schon, ne? Nein! Ja. Ich hab verkackt. Nächste des Todes. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich orientiere mich gerade irgendwie immer an dir und deswegen spring ich zu spät. Ach, egal. Ich leb noch. Oh, hä? Wo bin ich denn jetzt durchgefallen? Hä, ich kann hier kein. Hä? War das ein Bug? Weiß nicht. Oh ne, wie dumm. Komm her, schnell. War doch ein Bug, oder? Das kann sein, ja. Aber du kannst hier durchfallen. Nee, da kann man durchlaufen. Ah, war kein Bug. War Mäuse. Egal, haben wir noch geschafft. Kiste. Oh, jetzt geht's gleich. Moin, Hilfe. Oh. Geht gleich so Merlin, oder was? Die Kette reißt. Oh ne, ah, wie gemein. Yo, wie soll man das denn beim ersten Mal wissen? Jetzt haben wir zwei Leben verloren und schon wieder von hier, oder was? Was soll das denn? Das ist unfair. Das ist richtig unfair. Jetzt müssen wir gleich nur daran denken, dass wir schnell genug springen. Ja, ich glaube, das ist eins der letzten Level, aber so langsam wird das hier schwerer. Ja. Ich hoffe mal echt, wir verkacken das nicht noch. Ich weiß gar nicht, ob es geht. Ich hoffe auch, dass wir es nicht verkacken, sonst müssen wir uns was einfallen lassen. Na egal, denken wir nicht an den schlimmsten Moment. Aber das kriegen wir hin. Ja, wir müssen gleich nur dran denken, da abzuspringen. Das war aber auch echt fies. Das ist ja Trial and Error mäßig, das weiß man schon, dass man da springen muss. Ja, das ist gemein. Nimm du dir das, du hast weniger. So, geh mal wieder Theater spielen hier. Oh. Diesmal machen wir mal kurz einen Putz. So, Kistenschieber des Todes hier, guckst du dir an. Ja, ich komm auch aus der dritten Dimension. Jo, da sind wir mal schlafen gegangen. Oh, alles klar. Och, schon wieder, geht weg. Ich glaube, das soll echt dieser Hubmacher sein, den du meintest. Ja, aber dass der in so einem Schiebedings da ist, verstehe ich nicht. Ja, macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Aber der sieht genauso aus, der Kopf. Genau wie aus dem Disney-Film. Findest du auch? Mhm. Habe ich als Kind auch geguckt, wobei ich das Neue eigentlich besser finde. Was findest du besser? Da gab es ja nochmal so ein Zwischending. Nicht das ganz Neue mit Johnny Depp, sondern... Na? Ach, scheiße. Na, was machst du? Halt. Ja, muss ja. Da kommst du natürlich mit... Ach so. Hey, Achtung, hier springen und dann gleich ganz vor und dann... Hey, irgendwie... Ach, komm weiter Mann. Vor, komm weiter vor. Jetzt. Oh nein, was ist denn los gerade? Nein! Ah, ich verkack's auch. Nein. Komm ich wieder zurück nochmal. Auch das Ding, ach, es kommt zurück. Okay. Komm rüber. Jetzt hab ich's auch mal wieder. Ich war nie weit genug am Rand. Scheiße. Ja. Nein! Oh. Uwe, jetzt gerade stech mich doof an. Warte. Jetzt müssen wir aufpassen, ne? Denk dran. Jetzt kommt der Sprung, ne? Ja, ich weiß halt noch nicht wann, weil rechts ist ja alles dicht, ne? Ich weiß auch nicht, weil ich spring jetzt nicht. Ich verspreche, ich spring jetzt nicht. Und jetzt. Da. Wir springen! Ja. Hab Angst gehabt. Das war ja, zwei Leben nicht. Hier, das packen wir jetzt. Das ist hier aber ein Checkpoint, oder? Oh nein, jetzt kommen die Shoppers. Achtung, ducken, weil die schießen. Ja, ich seh's. So langsam wollen sie uns hier aber töten, glaube ich. Das ja, so ein bisschen, ja. Vorher sind sie so nett mit uns umgegangen, jetzt töten wir die Viecher mal. Brauchen wir werfen uns mit Herzchen, bis wir tot sind. Ich hab mich doch geduckt. Was soll denn das? Wir werfen euch mit Herzchen, bis ihr tot seid.
Ihr blöden Karten. Also die gute Karten Alice hat hier aber ordentlich Kollegen verloren, ne? Kartenmischer-Monster, wow. Weg. So. Oh, Mann. Ja, die sind fies. Zurück, ne? Zu eurer Alice, die könnt ihr braten, wie ihr wollt. Die Bratfrikadelle. Zack. So. Nimm du. Ach doch. Boah, wie kommen denn hier noch? Hallo. Los mit euch. Komplett. Perfekt. Perfekt. Ah, wieder ein Try. Ja, das ist wirklich gut. Du triffst sie gerade nicht, ne? Ich weiß, aber die kommen gerade näher und ich will mir gerade... Ich warte einfach, bis die nah genug dran sind, dann sterben sie. Okay, da macht halt der Boss, der regelt das. Der Miggi! Moin, Miggi! Moin! Los! Oh, da kommen sie wieder, Achtung. Die haben bestimmt gleich wieder am Ende des Levels sowas Böses eingebaut, wo wir sterben. Ah, weiß nicht. Au! Das wird voll dumm. Oh, er zittert. Oh, das ist voll der Schisser. Leben, hoffentlich. Warte, ich komme. Hoffentlich finden wir noch was. Also wir haben beide nicht mehr gerade viele Leben. Na, ja, das passt schon. Theoretisch trifft der Boss uns gar nicht, wenn wir es richtig machen. Oh. Da musst du mir sagen, wie wir es richtig machen, dann werde ich es versuchen. Das weiß ich hier gerade nicht mehr. Ich weiß nur, wir müssen uns irgendwie hochkatapultieren und man kann ihn nur im Kopf treffen oder sowas. Okay. Oh, ein Bonbon. Ja, immerhin, dann stirbst du jetzt ein hoffentlich. Ein Bonbon, yay! Kommt der jetzt schon, der Kollege, oder was? Oh, mir tut schon der Daumen weh. Oh, das ist er. Ihr seid weit gekommen, Bayern, aber euer Abenteuer hört hier auf. Ihr werdet mich nie besiegen. Und das ist der letzte Boss? Ja. Okay, der alte Carlo will auf dem Maul, wa? Der Carlo. Oh, verdammt, die muss ich... Wat. Ich glaube, der heißt eigentlich Pete, oder? Auf Englisch. Ich weiß nicht genau, wie er auf Englisch heißt. Wow, ich bin tot. Kann sein, dass er auf Englisch anders ist. Bist schwindelig. Ich raff gerade irgendwie nichts, Bugas, sorry. Yeah, was? Was? Letzter Versuch? Yay, wir machen das weiter. Ist doch fertig hier, was wolltest du denn, Kumpels? Ach, schon gewonnen? Letzte Leben, ja. Ich hab irgendwie gar nichts gerafft gerade, das ging so schnell alles. Komm, renn mal ein bisschen, komm, lass mal rennen hier. Moin, kommt da jetzt noch was? Nee, das ist das magische Buch, was wir jetzt kriegen. Haben wir es geschafft? Ja, durchgespielt. Das war knapp. Ich hab gar nichts mehr gerafft am Ende. Fantastisch! Noch nie hat mich jemand besiegt! Ihr seid große Magier. Wie ich versprochen habe, gebe ich euch meinen größten magischen Trick, wie man aus der Welt der Illusionen entschwindet. Das ist nett, Chef. Das ist nett. Kriegen wir einen Zauberspruch. A la Kazam, den kennen wir noch nicht, glaube ich. Zack, zack. Och, war ein bisschen verwirrend hier, das Ganze. Ja. Oh. Aber ich fand's lustig. Ja, nur hat Spaß gemacht. Noch am Ende hatte ich echt Angst, dass wir es noch verkacken. Ja. Ich habe bei dem Boss gar nichts mehr gecheckt. Ich dachte, also ich bin da. Ich glaube, du hast ihn fast alleine gekillt, weil ich irgendwie nichts mehr gerafft habe. Oh, passt. Egal. Haben es ja hinbekommen. Aber echt ja. Kurz, ne? Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Weiß gar nicht. Ich weiß, eine Stunde. Keine Stunde. Ja. Also keine Stunde, oder? Ich weiß es nicht. Sehen wir ja dann. Meine Neffen sind auch im Publikum. Alles wunderbar. Huey, Dewey und Louis. Moin. Moin. Jetzt spielen wir hier noch was oder was? Oh, hi. Hi, Mickey. Alles klar? Was ist los? Guck mal, Donald, das ist ein Hut. Oh, ich zeig dir, ich klopfe sogar Hut, mal drauf. Mickey. Ey, das tat weh, Mickey. Donald, du bist ja ganz schwarz. Jo, danke fürs Spielen, ne? Jo. Ja, kein Problem, machen wir doch gerne. Das sind echte Zauberer. Die haben es voll drauf. Ja, da applaudiert man ein bisschen. Die bewegen sich alle gar nicht im Publikum. Das Klatschen hat sich vor allem total bekloppt angehört. Oh, guck mal. Glopp, glopp. Was ist los? Oh, ja, gehen wir mal auf den Mond. Machen wir eine kleine Reise. Zack. Ja, kein Problem. Die bedanken sich aber oft. Ja, ja. Danke, danke, dass ihr es durchgehalten habt. War so lang das Spiel. Wollten schon aufhören. Dieses Spiel, das hätte fast nie jemand geschafft. Danke, dass du das echt gespielt hast. Das ist unglaublich. Jo, der Emirin, wa? Emirin! Der Beste. Steht hier nun die Nachname oder was los? Ja, Gami, ich weiß es nicht. Ach, da ist ein ganzer Name. Thomas! Guck mal, das waren sogar Japaner und dann ist es so leicht, das Spiel. Der Big King. Auch am Start. Damu. Aber oder? Das ist japanisch. Und das ist so leicht. Die Namen hören sich nicht relativ japanisch an, ne? Ja. Die haben sich bestimmt voll gelangweilt, weil sie das Spiel gemacht haben, weil es nicht schwierig ist. Na gut, es müssen ja nicht alle japanischen Spiele gleich total schwer sein. Ja.
Ja. Die Kinder kommen schon mit dem Gamepad aus dem Mutterleib, du. Die Kinder haben schon 500 APM, wenn sie aus dem Mutterleib steigen, sag ich dir. Naja, die zocken auch da drin schon. Ja, Tetris. Das andere haben sie da drin nicht. Angriff der Fruchtblase, da geht's rund. Zack. So, was wandern die jetzt hier noch eine halbe Stunde durch den Wald, oder wie ist das? Ja. Guck mal, Fu heißt er. Die Musik kann ich da mal. Hör mal, die ist total episch. Ja, das ist nicht schlecht. Fand ich damals total Hammer. Wenn du da Bass aufgedreht hast, da ging's ab, du. Ja. Guck mal, der Bert. Danke an Bert. Jo, ist der Ernie auch noch da? Danke, Bert. Jackson. Oh. Die haben voll die komischen Namen, die weh. Die haben alle komische Namen. Hier ist noch der Herr Gilmore. Jo, Tag. Satman. Die haben alle bekloppte Namen da. Wobei, ich hab da immer Satan gelesen. Jetzt hört sich langsam nicht mehr so ganz japanisch an. Ah, jo, wink mal noch, Buga. Moin. Ich verbeuge meinen Hut. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Sieht aus, als hätte Donald Zähne in dem Bild. Der hat 8 Zähne. In dieser Szene. Das Ende. Oh. Ja, war kurz, aber ist lustig. Das kann man echt mal auch im Singleplayer spielen, dann ist es komplett anders. Komplett? Ja, nicht ganz. Aber viele Passagen sind halt wirklich anders, wie du sagst. Auch mit den Steinen und so. Du hast mit Donald diese Inseln da, wo du drüber springen musst. Mhm. Total gut. Naja, Leute, ich würde sagen, es hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Uns auf jeden Fall. War ein kurzes Ding, aber so muss das sein bei Retro-Games, ne? Ja, und ein knappes Ding war das noch. Alles klar, Zwiebel. Ich bedanke mich, Herr Doktor. Wünsche Ihnen noch viel Glück weiterhin an der Universität. Ja, ich bedanke mich. Ich muss ja fleißig studieren mit meinem Doktortitel. Ja, jetzt noch studieren. Eieiei, haben sie nur was vor. Muss nur noch Doktor werden. Da wollen noch ein paar TL drangehangen werden. Ich wäre, dass der Postbote sich ärgert. Alles klar. Leute, ich sag mal, haut rein. Letzte Worte. Ich sag auch, haut rein. Moin! Und vergesst nicht, den Panda am Fell zu ziehen.